Schönen guten Tag zu Part 6. Wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen, nicht woanders lang zu gehen zuerst, sondern machen jetzt diesen Eingang da fertig. Gerade auch wegen der Verzauberungsbank. Facility spawned. Die sacken wir mal ein. Doch, sie sind despawned, so halb. Jetzt tatsächlich da reingesprungen. Das hätte ich aber mich in der Luft jemand getroffen, das tut mir nicht leid. Das hätte ich jetzt aber können prophezeien, dass das nicht so gut läuft. Jetzt nehmen wir den alten Weg an der Seite entlang. Aber wenn ich da reingucke, da ist auch nicht mal so viel los, da. Ja, so waren zum Teil despawned. Das bin, wollte ich schnell rein, aber hab schon gesehen, was draus geworden ist. Komm her denn jetzt hier? Geht's im Gang besser? Noch nicht. Explodiersprit. Diese kleinen dreckigen Spinnen. Die sind sowas von nervig. Das ist ja Wahnsinn. Wo bist du rein? Noch nirgends. Ah, nee. Oh, Stoll, ich komme jetzt noch nicht mal hoch. Du musst mir das hier nochmal schnell machen. Am Wie Anfang, wo die Leitern waren, komme ich jetzt noch mal hoch. Warum nicht? Jetzt weggesprengt wurde. Doch, ich bin dran. Ist gut, ich bin oben. Bleib nur mal im Gang zurück, dass ich gerade die Sachen suchen kann. So, hier links ist noch mal zu, Gott sei es gedankt, wir waren. Ich muss schon wieder neue Ausrüstung machen. Meine Items sind nicht mehr zu kriegen. Boah, wie hast du die jetzt alle auf dich gebunden? Tja. Das gefällt mir aber gar nicht. Da komm ich Warum? Nicht. Wenn sie an mir sind, sind sie nicht an dir. Freue ich doch. Ja, das ist auch nochmal ein Argument. Ich bin im Moment nicht da. Ich mache gerade neues Werkzeug. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gesehen, an den ganzen Spawner ranzukommen. Ich brauche nur explosionssicheres Material zum Bau.
anderen Sachen. Mit der schlimmste Gegner in Minecraft. Hast du gerade ein Schwert parat? Bitte. Genau. Weil ich habe Zeit, meine Items sind eh verloren. Hast du ein paar unnötige Blöcke, die ich verbauen kann noch im Sack? Nein. So, probier ich mal noch mal mein Glück. Guck bloß, dass du Wildfire nochmal findest. Oh ja. Ich mag das, dass der den Waffen Namen gibt. Irgendwie ist das cool. Ja, hat schon was. Wie hieß das erste Goldschwert? Gold Thunder, Bane of Death, glaube ich. Warum kann ich denn die Spinnen hier nicht angreifen? Die hängt bestimmt, die ist bestimmt geglitscht. Dann hängt sie eigentlich oben in der Decke. Ah, ich hab's. Das kommt häufiger mal vor. Jungs, das läuft doch nicht mehr spaßig. Oh, das hier nervt ganz schön, Stirn. So kommt man mehr das Schwert ran, ne? Weiß nicht, ob der Tunnel so eine gute Idee ist. Ich versuch's jetzt mal nochmal hier auf meine Art. Ich glaube, ich komme an die Creeper-Spawner ran. Jetzt, wo ich Werkzeug habe. Eben ging es nur nicht, weil ich kein Werkzeug hatte. Shit, ich Idiot, habe natürlich wieder nichts zu essen dabei. Verdammt. Ich kann nochmal zurückgehen. Ich denke, meine Möglichkeit wird funktionieren. Also ich kriege zumindest mal die Creeper-Spawner vorne dran weg. Dann sind es wahrscheinlich nur noch die Spinnen hinten drin. Hoffe ich doch mal. Würde dir irgendwie helfen, das Schwert nochmal ranzukommen, wenn ich dir helfe, oder? Ja. Es ist genau noch mal da. Ich hatte es gerade in der Hand und es ist noch mal gestorben. Es ist nicht schlimm, dann hast du zumindest mal refreshed, dann hast du wieder 5 Minuten Zeit. Das Problem sind halt die Spinnen, die noch da sind, ne? Mach kein Ding an. Aber nur, du könntest mitkommen und dann kannst du das eine Loch stopfen und dann ist alles gechillt. Verstehst du? Ich muss mal gerade hier warten, ich bin vergiftet. Ich weiß nicht, welches Loch du meinst, ne? Links in der Wand. Da war ein großes Loch vorhin. Das habe ich jetzt gerade schon gestopft zum Teil, da ist nur noch ein offenes Ding. Ja, ich hab's gefunden. Ist es zu? Nee. Ich habe es gerade gefunden, aber nicht dort. Oh oh. Guck mal, die ganzen Creeper hier unten immer her. Es ist sehr schwer zu sehen, das Loch, dass wir noch nicht sind, auf Anhieb gesinnt. Mach zu. Da oben ist es, du bist schon vorbei. Macht mal zu und sammeln wir das Schwert auf. Das ist erstmal die Spinnen hier killen. Oh, ich muss raus, ich muss raus. Ich habe das Schwert nicht, aber ich muss raus. Wenn das Loch nur mal zu wäre, Wahnsinn. Komm selber, Fisch, Vorsicht. Oh nee, hier sind noch mehr drin. Ich habe das Schwert eingesammelt.
lieber Herr Gesangsverein. Die Fackeln habe ich auch. Jetzt muss ich das Loch nur in der Decke finden. Das ist, wenn du rankommst auf der linken Seite. Wenn du, da ist doch dieser, wo es so ein bisschen nach unten geht. Ja, ja, ich habe es. Hast du es zu? Ja, scheint so zu sein. Sehr. Ich bräuchte meine Blöcke wieder. Ich hatte solche Backsteinblöcke zum Bauen, die ich stets aufgesammelt habe. Ich habe ja, glaube ich, auch ein paar Schwerter von dir. 30 Backsteinblöcke habe ich. Ja, gib mir die. Hier ist noch ein Schwert, falls du es brauchst. Hier liegen noch Sachen bei mir im Boden, aber das wird wohl so gedacht sein. Nee, bei mir ist nichts mehr. Gut, also ist so kaputt. So, meinen Bogen habe ich wieder. Wie kann ich noch zumachen? Oh ne, da ist ein Creeper in der Ecke. So, jetzt ist es zu. So, das hier ist nochmal sicher starb. Ja, dann versuch du mal deinen Plan umzusetzen, ich versuche meinen umzusetzen. Hier vorne Creeper sind. Ich glaube, wir sind mittlerweile garantiert auf Max Spawn. Ich glaube, mehr kommt, mehr kann dem mehr kommen. Meinst du? Hier sind so viele Creeper. Das hat hier gut funktioniert. Ich habe keine Fackeln. Das ist nicht so gut. Also es funktioniert so mit den Tränken, aber ich komme allein halt nicht weit voran. Moment, ich bin gerade beschäftigt. Und hat gerade ein paar Silberfische ausgelöst. Ein paar viele. So, ein Creeper-Spawner weg. Guck mal bei dir vorne rumgucken. Ich kann halt kein Licht machen, das ist das große Problem. Vielleicht hat das hier mehr Sinn. Ja, dann kannst du da gerade mal die ganzen Creeper hier unten in der Grube angucken, in Wäsche, weil ich mit Max spawnen meine. Ja. Wo bist du denn? Weil ich habe hier das Rückstoßschwert. Ich kann hier eigentlich relativ. Ich bin hier. Wo ist sie? Ah, guten Tag. Weil ich denke schon, dass wir rein könnten. Ich möchte den Raum hier halt gerne befrieden vorher. Ich könnte schon hier mal eine Fackel aufstellen am Ende von meinem Steg. Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Wo ist denn dein Steg? Ah, ich sehe dich. Ich habe Angst, wieder hinzugehen. Du hast da schon schön gemacht. Ich krieg den Spawner nicht wegen dem scheiß Spinnen. Danke, Creeper. Was war das denn? Na, das war der Creeper. Hat er gut gemacht. Ja. So, hier ist keiner mehr auf der Seite. Es sind nur noch die anderen. Ja, die in der Mitte sind problematisch. Weil du nirgends ansetzen kannst, schon am Wand. Ich komm nicht dran. Lass mich mal versuchen. Ich muss irgendwo ansetzen. Ich kann aber nirgends ansetzen. Ich gehe erstmal drüben hier rein. Ich hasse es ja so zu brücken, aber ich sehe in dem Raum hier ansonsten kein Tageslicht mehr. Was könnte man da machen? Ah, fleischige Tränke. Schau noch ein paar. Das Problem ist, dass ich hier gerade massenweise Silberfische auslöse. Ich sehe es. Ich musste diese Creeper irgendwie loswerden.
Das ist ein bisschen viel Silberfisch. Spawner kaputt. Hier sind Pisten, wo kommt denn der her? Ah, oh, der hat das Ding verdeckt. Noch ein Spawner kaputt. Es ist fast nur noch der in der Mitte. Huch. Ich sehe es als ein noch einer kaputt. Hin. Ich glaube, das hier ist die Taktik, Fred. Das hier ist die richtige Taktik. Ja, sieht gut aus bis jetzt. Fangen wir durch die Spinnen nochmal an zu nerven. Ah! Ich muss mal gerade heilen. Das hat mich runtergekickt. Dann bist du tot, würde ich behaupten. Kommt da Fred runter. Schuss weg. Mach dann Erde runter. Boah, das ist doch aber sowas von eng. Das werde ich mir nachher im Video angucken. Das ist bestimmt lustig zu sehen. Das war reines Glück. Das ist das Glück der Dummen. Mein lieber Mann. Schon rucki zucki den Abgang gemacht. Ich habe einen Spawner kalt gemacht. Ich weiß nicht, was es für einer war. Ah, schwer, das ist auf dem falschen Shortcut. Mein Minecraft hat gerade geruckelt. Ich hasse, ich sterbe wegen Minecraft, nicht wegen meiner eigenen Dummheit. Dann weiß ich wenigstens, wer schuld ist. Immerhin hast du Wildfire wieder. Das ist wichtig. Aha, da ist er doch. Vorhin wollte er nicht. Kleine dreckige Creeper. Kam denn das Loch jetzt hier? Ja, warum bist du jetzt tot? Weil da ein neues Loch war. Ich nehme an, es ist ein Silberfisch geplatzt. Da kamen sie dann plötzlich auch raus. Das Loch war mir neu. Was für ein Loch? Ich hab's gestopft. Kurz bevor ich verreckt bin. Sehr gut. Nur ganz am Ende ist halt noch eins, wo ich versucht habe, zu den zweiten Spawner zu kommen. Ich musste mal durch. Ah, das ist ein Silberfisch-Spawner. Töte. Was war das denn jetzt? Das ist eine explodiert, wenn stimmt überhaupt. Aber warum? Ich war meilenweit weg. Blöder Mongo Voice.
Du forschst mich Sachen. Ich muss mich eigentlich nur von der Wand fernhalten, dann bin ich relativ sicher. Wow, was war das denn? Wie bist du jetzt wieder da runtergefallen? Du hast mich getroffen mit deinem doofen Ding. Mit deinem doofen Ding. Toll, jetzt kann ich ein neues Werkzeug machen. Jetzt ist es verschwunden. Ach, da kommst du noch dran, das liegt ja noch da. Pass bitte mit deinen Tränken ein bisschen mehr auf. Die haben einen unglaublichen Radius. Ich sehe nicht. Und hör auf, die Silberfische zu provozieren. Wir können die nicht mehr unter Kontrolle. Oh Gott, jetzt haben sie mich natürlich. Kann auch sein, dass durch deine Tränke ein Silberfisch hinter mir irgendwo rausgepoppt ist. Das kann auch sein. Muss ich mal gucken, ob ich an das Zeug da nochmal drankomme. Ich versuche es jetzt auch immer, ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Nee, ich komme noch nicht mehr dran. Ich muss Neues machen. Ah, gut, wenn du gerade hier bist, Hilfe. Was Hilfe? Ich bin gerade tot. Ich auch. Hilfe? Ja. Hilfe. Loch. Hilfe. Wie bist du denn da reingekommen? Ich bin gefallen. Ich habe nichts, um rauszukommen. Hätte ich ihn doch selber machen können. Hätte ich mal besser ein paar Blöcke runtergeschmissen. Was für Blöcke? Ja, zum Beispiel ein Block Holz oder sowas. Irgendwas. Ich könnte mir nochmal abbauen. Da. Ja, jetzt bin ich hier oben. Der Raum, der ist ziemlich hart. Das geht. Wir haben es ja fast. Problem ist im Moment, dass unsere kompletten Fackeln jetzt nochmal unten irgendwo rumliegen. Ich habe halt das Diamantschwert noch nicht zurückgefunden. Ich gehe mal gucken, ob ich da noch dran komme. Ob das Hochgang ist. Und jetzt guck, dass es zumindest mal refreshed kriegst. Zur Not muss ich das halt so lang machen, bis wir den Raum unter Kontrolle haben. Dann schaffe ich halt dort dran weiter. Ich hab's wieder. Sehr gut. Komm schon nach Leben nochmal raus. Ich bin wieder draußen. Sehr gut. So, ich komme wieder. Ohne Fackeln. Na, schon kaputt. Plopp. Ja, ich hätte gerne die Tränke noch, die mir da hingefallen sind. Da würde ich auch einiges für gehen jetzt. Hat geklappt. Es hat geklappt, stimmt. Oh, wo kommt denn jetzt das Skelett her? Irgendwo im Dunkeln gespawnt. Es ist ja mittlerweile dunkel genug drin. Frechheit. Okay, ein Hurensohn. Okay, das ist vielleicht ein bisschen gemein gewesen.
Und ein weiterer Silberfisch-Spawner ist weg. Fred, du triffst mich wieder, ne? Nur so zur Info. Schon wieder? Wo bist du denn? Und dann hat mich die Spinne runtergekickt. Ja, damit hatte ich nichts zu tun, Stahl. Ja, ne, das war danach, nachdem du mich getroffen hast und ich deswegen den Rückzug antreten wollte. Darfst die Dinger nicht mehr auf, wenn ich da vorne stehe. Killt bei Fred. Was war das? Creeper. Der Krater wird immer tiefer. Mensch, wir kommen so gut nach vorne. Das ist halt wesentlich weniger als vorher. Das Problem sind die tausend scheiß Giftspinnen, die da rumlaufen. Das stimmt wohl. Das ist mein Kram. Da. Bist noch verfolgt? Geh weg, geh weg. Kipp du weg. So, ich habe mein Schwert und meine Hacke wieder. Das ist alles, was ich wollte. Damit ich hier weiterarbeiten kann. Ich komme nicht weiter. Ich habe die zwei Silberfisch-Spawner kaputt. Ich nähere mich dem scheiß Spinnenspawner. Kennst du den nicht? Ich kenne nur SpongeBob Swampkopf. Oh, Fred, was du da unten veranstaltest. Übel. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich kann die Spawner mit kaputt machen wegen den ganzen Silberfischen. So hoch kommen die Spinnen aber ja nicht, ne? Einer ist weg. Ja doch, wenn du direkt an der Wand fischt. Oh, wieso ist da jetzt dunkel? Ich brauch nochmal Licht, Fred. Mach das nochmal auf. Die Stimmen im Moment sind so unter der Lippe, weil du die ganzen Silberfische unten ausgebrochen hast. Im Moment kommen sie nicht zu da. Ich mach das so, ich will nämlich hier zu. Boah! Was? Das hat mich runtergekickt. Ich werd sterben. Was machst du denn? Irgendeine ist irgendwie hochkommen. Ja, das geht voran. Ich hatte wieder einen Spawner kaputt. Und die ist halt stockdunkel mittlerweile. Da ist ein Creeper auf der Treppe. Bastard. Soll ich nochmal rennen? Bis jetzt hat das ja geklappt immer. Ich versuche mal die altmodische Taktik hier. Mit welchen Stürmen? Na, ich tunnel mich hier ein bisschen rum. Ich bin jetzt praktisch auf der Decke von dem Raum. Fuck! Ne, ich brauche neue Ausrüstung. Ich bin jetzt genau über der Verzaubererbank, was wir bräuchten. Hm. Sand oder Gravel. Und dann? Ja, dann könnte man von oben vom Dach, könnten wir uns vier Wände außenrum machen. Wir haben aber weder Sand noch Gravel. Ich habe auch bis jetzt weder Sand noch Gravel gesehen irgendwo. Deswegen habe ich ja gesagt, das bräuchten wir. Das haben wir. Ich wüsste halt jetzt sonst keine andere Möglichkeit, wie ich mich hier sicher nach unten bauen könnte. Wir müssen die Spawner wegrennen, ganz einfach. Oh, da haben wir noch gut. Da sogar zwei Verzauberungsbänke, leg die Katze. Das ist egal, ich will nur eine. Und doch beide nehmen.
Ich würde auch beide nehmen. An der Decke entlang laufen können die ja nicht, ne? Nee. Sehr gut, dann kann ich hier auflassen. Ich muss nämlich Essen holen gehen. Bin ich da sicher, dass wir nirgends weder Sand noch Gravel hatten? Und selbst wenn wir Sand haben, wird der aufgehoben. Für? Flaschen. Ja, dann machen wir halt Gravel. Wir haben schon massenweise Spinnen gemacht. Gravel haben wir, ich weiß es nicht, entweder... Das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann, wo wir bis jetzt Gravel bekommen haben, ist ganz am Anfang, wo du dein Schild gefunden hast. Und ist das noch übrig? Weiß ich nicht. Das musst du wissen. Viel Erfahrung in dem Raum liegt. Das ist wohl richtig. Das ist Unmengen an Erfahrung. Das ist total abartig. Mein Problem ist gerade, dass ich keine Blöcke mehr habe. Sehr gut, ich habe 4 immerhin. Gravel oder Sand wäre jetzt perfekt. Lass mich mal überlegen. Haben wir da nirgends was gehabt? Ich hab dich doch überprüft, du Mongo. Ich hol mir mal die magische Schaufel mit. Haben wir eine magische Schaufel? Ja, die hatten wir doch gefunden, eine Schaufel mit Effizienz 1. Hm. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Eine Holzschaufel war das. Scheiße, ich bin schon wieder unten. Das gibt's doch nicht. Wie kommen die denn immer wieder da hoch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Naja. Die finden dich halt irgendwie, ne? Ich wüsste halt gerne wie. So. War hier irgendwo Gravel. Der Steg hier besteht zum Teil aus Gravel, aber den kann ich schlecht abbauen. Wo bist denn du hin? Schon relativ raus. Relativ am Anfang, wo der Lavasee ist. Ach du lieber Gott. Schon mal weit weg. Ja, schon das jetzt gemacht. Hey, an dem einen Raum waren so ein paar Creeper. Besser in dem alten Baumraum. Hm. Ja, wieso hit the ground too hard? Das ist die Frage. Weil ich dann da runtergefallen bin auf die untere Ebene, weißt du? Hm. Okay. Es sind halt wieder meine ganzen Sachen da unten. Ich habe mir den Weg zurück eigentlich ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich bin jetzt bewaffnet mit einem Setzling, das sollte eigentlich reichen. Zeissen. Fresse, gib mir die Dinger auf den Sack.
Oh ne, du bist jedes Mal. Oh, immerhin bin ich hier unten gestorben. Mein Gott. Die kommen jedes Mal hoch. Die springen dann so behindert und treffen mich und dann falle ich. Jetzt werde ich auch dieses machen. Sie kommen gar nicht hoch. Sie hüpfen einfach. Jetzt sind hier unten zwei Stück, die ich versetzt. Und das Knockback ist so dermaßen übertrieben, was die seit neuestem haben. Das hier ist, glaube ich, das Schwerste, was ich jemals in irgendeinem Videospiel machen musste. Ja. Jo, komm mit. So, nach kurzer Pause wieder zurück. Gucken wir mal jetzt, was der Stoll hier angerichtet hat, während ich Gravel gesucht habe, den ich natürlich nicht gefunden habe. Diese kleine Spinne. Hier ist das Problem. Ich muss hier jetzt halt den Tunnel runterbauen, aber mir gehen permanent die Leute auf den Sack. Ich bin jetzt gerade an die Stelle gegangen, wo ich nach unten gucken kann. Also praktisch auf die Verzauberungstische drauf. Ich guck mal rüber zu dir gucken. Ist das hier sicher? Ziemlich. Nicht 100%, aber zu 90. Ab und zu kommt halt einer rein, wie er da, den ich jetzt nicht treffe. Warum treffe ich den nicht? Ich habe den gerade ums Verrecken nicht getroffen. Es wäre halt nett, wenn du mit deiner Wildfire da unten mal ein bisschen Randale machen könntest. Ja, dann komme ich aber nicht mal rein. Zurück. Direkt unter der Verzauberungsbank sind die Spawner. Weißt du, was ich jetzt machte? Hm. Wir machen jetzt hier zu, wir gehen von unten ran. Das hier ist ja... Nee, ich mach's hier weiter. Naja, dann baue ich ein Nebenprojekt hier. Wow! Oh Gott! Fred, was machst du denn? Oh, mach das bitte mal nochmal zu. Wir sind ja oben. Ich hab gedacht, ich wäre hier unter Boden. Da unten liegen halt noch ein Haufen Sachen von dir. Die sind mir egal, die kriege ich eh nicht mehr. Wenn du dir jetzt einen Weg weiter nach vorne baust, schießen dich durch die Skelette runter, oder wie sehe ich das? Ist möglich. Was ist denn... Oder mich trifft eine Spinne. Lass dich mal da hin. Ich mach mal ein paar weg. Siehst du die Spawner jetzt unter der Bank? Mhm. Da sind nämlich gerade ein paar Silberfische da weg. Ich muss nur weniger Spinnen haben. Wenn nur massenweise Silberfische sind, ist das nicht so tragisch. Das mit den Tränken hat sich gerade erledigt. Keine mehr. Alle. Hinten in dem Dispenser waren auch noch Verlangsamungstränke drin, glaube ich. Was macht der Pisten da? Naja, dann ist das Ding drin. Das Schussding. Mhm. Was er da gebaut hat. Der gute Mann. Vorsicht. Ich hole noch mal ein paar Spinnen tot. Wie soll ich das machen? Ah ne, da hast du keine Tränke mehr. Und Enderman am Arsch. Machst du hier? Ich überlege. Ich dachte, du wolltest dich durch den Boden graben. Naja, da komm ich... Autsch. Komme ich ja auch nicht wirklich hin. Ah, oh, ich muss unbedingt mein Schwert nochmal auf 2 machen. Ich drücke permanent 2 und habe einen Block in der Hand. Geh weg, Enderman.
Das Problem wird nachher den Block nach unten zu kriegen, weil die ganzen Mobs unter mir sind und ich deswegen keinen Block platziere. Dann bräuchte wie so ein Schacht nach unten hier. Weißt du? Ja, nee, ich könnte eine überdachte Brücke bauen, dann müsste ich dafür einen Block da unten platzieren können. Also vor dir unten praktisch, für den Gehweg zu erweitern. Mhm. Wenn nicht, dann stellen wir hier eine Kiste auf, wenn wir, naja, haben wir keine. Und einer opfert sich halt für diesen Weg zu machen. Folgen die mir? Guck, dann kannst du irgendwie die Sache unten drunter beobachten von draußen, ob die mir folgen, wenn ich hier weggehe. Weil dann könntest du hier raus. Ja, gehen wir durch mich durch. Einen habe ich. Ja, ne, folgen die mir? Kann ich sie da wegziehen? Die Spinnen zumindest. Jetzt haben sie mich. Ist tot. Hast zwei platziert, das war gut. Soll ich sie noch wecken? Moment, geht jetzt. Ich muss noch kurz heilen. Das wird wohl auch nicht mehr so lange dauern, dann kommst du hinten an die Wand. Kannst du von dort aus zu dir dann platzieren. Ist in dem Raum noch was außer die Verzauberungsbänke? Ich sehe nichts. Keine Kiste zumindest. Gut, dass ich gerade nach hinten geguckt habe. Da wollte es nämlich ein Creeper von hinten ficken. Oh je, ja, das war gut. Und jetzt ficken die Spinnen von hinten. So, jetzt sind wir dann an dem Problem, das ich habe. Ich muss hier runter. Wie weit bist du denn? Bist du bis zur Rückwand? Nee, ne? Noch nicht. Muss ich mal kurz ein bisschen regenerieren. Aua. Vorsicht, Vorsicht. Geh durch mich durch. Ich muss auch regenerieren jetzt. Ich bin fast da. Ich hab halt nur noch einen Block, ich geh mal noch ein paar Blöcke holen. Ich hab hier noch. Nimm die. Ich muss eh gerade heilen. Hast du? Ja, ich muss heilen. Ich baue da noch ein paar ab. Ja, pass auf, es sind ja überall Silberfische dazwischen, ne? Ich nehm die Decke. Obwohl, mittlerweile dürft fast jeder einzelne Silberfisch schon geplatzt sein. Ja, wir haben gute 120 Tränke darunter geworfen. Die ganze Erfahrung, die da unten geliehen hat, ne? Das ist weg jetzt. Das war schon verdammt viel. Ich war vorhin kurzzeitig mal Level 20. Aber mittlerweile... Vorsicht. Ich könnte ihn jetzt zerschlagen, nur wie sammel ich ihn dann ein? Und komm nochmal lebend da raus. Warte mal, ich hab eine Idee. 2,5 Herzen. Ich kann dir gerade nicht wirklich helfen. Vorsicht! Oh. Ich mach ihn platt. Wenn er mich killt, ist egal. Ich bin verbrannt, ist egal. Was hast du schon gemacht? Bestimmt an die Wand kommen. Ja, du bist durch? Nee. Das ist mir klar. Was du gemacht hast, vorne. Ob du irgendwie ich bin an die Wand kommen. Ja, sicher.
Fortschritt habe ich gemacht. Schon nochmal hierher kommen. Das Problem ist jetzt, wenn du drüben an der Wand bist, können die Spinnen auch die Wand hoch und dann oben drauf. Ich wollte ja weiterbauen, aber da haben sie mich ja erwischt. Bis jetzt kommt verwirrt. Was hast du hier geregelt? Ich bin verwirrt. Hier habe ich zugemacht, weil du hast irgendwo was langkommen. Stimmt, der Creep. Hast du mein Zeug gesammelt? Na, steht da. Ich bin jetzt wieder noch vorne. Sicher hier. Mhm. Ich kann mein Zeug nicht aufsammeln. Ja, da war noch ein Zombie. Mach die mal kalt, mein Schwert zerbricht nicht. Hier ist mein Kram, warum kann ich den nicht aufsammeln? Bist du dir sicher, dass du keine Spitzhacke von mir aufgesammelt hast? Warte. Ich hab eine, die ist fast kaputt. Ja, das könnte meine sein. Ja, das könnte hinkommen. Ah, ich muss mein Schwert auf 2 machen. Ups. Ei. Jetzt haben wir es aber gleich. Mhm. Ich setze da noch eine Fackel. Oh, Silberfisch. So, ich habe es fast. Nein, das war falsch. Nein, das war nicht falsch. Hau ab, hau und du ab. Ja, wo ist denn jetzt noch das Problem? Schwer, das kommt. Und das Problem ist, ich muss ja erstmal runterkommen. Ich muss ja Bodenkontakt kriegen, um das Ding aufzusammeln. Ja, hättest du geradeaus weiter nicht zugemacht, hättest du können drumrum bauen. Es ist nicht leicht, da unten was zu bauen, weil da ungefähr 3 Milliarden Silberfische sind. Ich muss ja erstmal die Blöcke platziert kriegen. Irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ich habe ja auch gerade ein Schwert. Oder ein Schwert von mir aus. Kannst du sogar behalten? Ja, platzen, so viel er wollen. Ich muss nur einen Block kriegen. Nee. Wenn nicht, lass ich schon kurz probieren. Was ist? Die Seiten sind halt noch off. So, warte mal. Ich saß. Ich kann gerade nichts machen, ich habe gerade Spinnenaugen gegessen. Er ist zum Greifen da, Fred. Ah, wie ich das vergiftet sein hasse. Mhm. Ich komme halt leider nicht unten an den Block ran. Mhm, ich kenne das. Jetzt muss ich kurz regenerieren.
Der Hauptraum da hinten ist ja mittlerweile relativ leer. Schiererweise. Ja, natürlich, es spawnt ja auch alles hier. Wie kann man den Block da unten gesetzt? Also, da ist ein Silberfisch am Boden. Ich weiß. Ich mache hier mal noch mal Pause und dann gucken wir noch mal rein, wenn wir das hier geschafft haben. Nie mehr über diesen Raum hier sprechen. So, den Tisch haben wir jetzt endlich gefunden. Beziehungsweise abgebaut. Der gute Stoll ist einfach nur runtergejumpt. Hand geholt und ist wieder zurück. Manchmal lohnt sich Kamikaze. Jetzt haben wir hier unten noch ungefähr 700 weitere Möglichkeiten zum Rumlatschen. Nächsten Weg nehmen wir dann in der nächsten Episode. Wir hätten können ein paar Bücherregale mitnehmen, ne? Ja. Fällt der jetzt auf? Naja, es geht immerhin bis Level 6. Mach ich mir mal gerade auf die Spitzhacke drauf. Dann geht's weiter wie 6, ne, ne? Nee, normal nicht. Effizienz 1. Wundert mich, dass du 6 hast. Ich dachte eigentlich, geht nur bis 5 ohne Bücher. 6 hat funktioniert. So. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss.